Hier, damit die den Luftraum über mir frei halten. Weil ich keine Luft angreifen kann. Muss ich auch aufpassen, bevor ich Geld ausgebe. Allerdings, wenn die hier schon so defensiv ausgerichtet sind mit doppeltem Leben, könnte es ja sein, dass die Handweberei sehr, also dass die Rüstungsupgrades sehr stark sind. So, wie viel Uhr ist es? Ach du Kacke, es ist fast 11 Uhr. Ja geil, ich hoffe, ich komme hier in einer halben Stunde durch. So, abschwellender, die eine da, egal. Ich glaube, das ist noch so ein Restwitz von dem schüchternen Mädchen, denn beim schüchternen Mädchen, das war ich halt so ein bisschen verknallt und da wusste ich ein halbes Jahr lang nicht, wie die mit Vornamen heißt. Ja, mich in irgendwelche random Viber zu verlieben, das war damals... Nee, das ist gar nicht so oft vorgekommen. Ich hab mich in zwei Viber verknallt, als ich in der Schulzeit war. Einmal schüchterne Mädchen, einmal sie. Und sie kannte ich aus nächster Nähe. Allerdings war sie aus nächster Nähe nicht sonderlich nett zu mir. So. Dann die. Mache ich einfach einen Trupp Space Marines. Am besten so, damit die ein bisschen länger halten. Noch hier vielleicht Sanitäter rein. Achso, der Digge fehlt noch. Der ist noch ein bisschen dick teuer. Dann holen wir uns erstmal Goth. Wo ich immer noch Spaß dran habe, das falsch auszusprechen. Beziehungsweise, was sind sie denn? Leider, ein Freund von mir hat damals sehr viele Szenarien zu Star Wars gebastelt. Da waren das dann so Luke Skywalker und Darth Vader und so weiter. Und leider habe ich davon aber keine. Also, leider sind die nicht mehr vorhanden. So, Feuerfresser. Obwohl, das geht schneller, wenn wir das in dem Gebäude bauen. Und dann noch hier. Ich hoffe, der Ghost ist keiner, der so ultra lange dauert. Obwohl, die sind ja jetzt nicht mehr nach meinem Klassenkameraden benannt. So. Sie ist eine Haschenschwester. So, dann noch einen davon. Hier fehlen drei. Hier sind zwei, also noch einen. Und da es hier gerade frei ist, holen wir uns hier einen davon. Die sind sogar günstiger. Wir haben nämlich ein bisschen mehr Gas als Mineralien. Von da ab, wenn Geister gut sind, dann würde ich sagen, dann gehen wir so ein bisschen auf Geister. Weil Geister sind cool, so dann sorgen wir dafür, dass sie ein bisschen besser sehen. Inferno-Labore. Warum ist denn das ein Inferno-Labore? Das ist die Kiffing... Oh, Kiffing Bird Forschung. Was war denn der Kiffing Bird nochmal für ein Witz? Das war dann auch die Zeit, als die ersten Kumpels von mir Internet hatten und wir bei denen so die ersten Internet-Videos geguckt haben. Und Kiffing Bird ist irgendwie so... Irgendwie ein altes, witziges Video. Genau. Der Bruder von einem Klassenkamerad von mir... der war dann wirklich Kiffer, der hat auch ordentlich was durchgezogen und der hat dann diese ganzen, heute würde man sagen, Kiffer-Memes und so weiter aus dem Internet mitgebracht. Das war, ich glaube, das war ein Typ in Vietnam, der einen Joint durch seine Ithaca-Schrotflinte kifft. Das fand ich unglaublich, witzig. Dann die ganzen Bernie- und Erd-Sachen. Also wie viel Rüstung kriegen die denn mehr dadurch? Eins, okay. Ja, das lohnt sich dann doch nicht. Was waren diese ganzen Bernie und Erd-Sachen? Dann, oh, das war irgendwie so ein Forschungsvideo von der, von den britischen Soldaten, wo die Briten ihren eigenen Soldaten irgendwie LSD gegeben haben und dann gemerkt haben, dass sie gar nicht mehr klarkommen. Einer davon ist irgendwie auf einen Baum geklettert und hat versucht, einen Vogel mit Patronen zu füttern. Beziehungsweise haben wir das damals so verstanden. Wir konnten nicht genug Englisch und haben uns da zusammengereimt. Ich habe das Video vor einem halben Jahr nochmal gesehen. Das ist der eine... Ich glaube, der klettert einfach nur auf den Baum und versucht mit Vögeln zu sprechen oder sowas. Ich glaube, der versucht nicht, einen Vogel mit Patronen zu füttern. Ich glaube... Und einer läuft einfach mit seiner Radioschnur einfach um so einen Baum rum. Ich glaube, das Video kann nicht schwer zu finden sein. Ich müsste das mal raussuchen. Ah, hier sind Leute. Sind die böse? Nee, die sind rettbar.
Ah, oh, ich hatte gerade ein Flashback aus der letzten Folge. Deswegen, ich glaube, ich sollte mal auch regelmäßig abspeichern. AG5 1 einfach. Oh, ich hatte gerade ein Flashback. Ja, diese Minen, die wichtigen Leute im letzten Moment töten. Alter, das habe ich mir mies überlegt. So. Diagnose zu. Ist zugegeben auch gar nicht so unwitzig. Ist ein fast nicht zu tötender Typ mit 255 Rüstung. Mehrere. Ann-Kathrin von Gras. Okay, das ist unmissverständlich sie. Ja. Nadja Crackwerfer. Keine Ahnung, wer das ist, aber sie sagt mir was. Ann-Kathrin von Gras ist sie. Überreste von Nord 98.261. Dann wollen wir die mal reparieren. Die macht bestimmt was, wenn man die repariert. Okay, macht das automatisch. Ich glaube, die brennt sogar und verliert langsam Leben. Aber ich glaube, nur rote Terraner-Gebäude verlieren langsam Leben. Oh, wie nice diese alten Tempelanlagen aussehen. Das ist geil. Oh, brauche ich gar nicht reparieren. Brauche ich einfach nur hinbringen. So, fertig. Und das ist wirklich Nord. Die Angriffsstärke lässt zu wünschen übrig, wird aber wahrscheinlich besser. Wir haben schon zwei Stufen, hat das am Ende hat das Ding 16 Schaden, wenn es voll aufgetaggt ist. Und hier die Rüstung, ja, was soll's. Wir haben 1000. So, wie stark sind die denn? Ah, das ist ja schön, dass du auf mich wartest. Aber sie ist im Stil angepasst. Sie hat, also das Porträt von Sarah Kerrigan ist es ja im Original. Sieht im Original so aus. Und hat aber hier nicht wirklich das Kerrigan-Gesicht aus StarCraft 2. Sie hat eher so den Stil aus von Nova aus dem Spiel, was es nie gab. Nennen wir es einfach mal so. Das hieß StarCraft. Hieß ein eingestelltes StarCraft-Spiel. StarCraft Ghost hieß es, meine ich einfach nur. Okay, da ist irgendwie ein Panzer. So, irgendwie zwei Panzer. Ah, verdammt, die haben das nicht gelernt. Rückzug, Rückzug. So, wir müssen ein bisschen nachhaltig wirtschaften. Adam! Sage ich und lauf in Minen. Na großartig, dann fülle ich einfach drei nach. So, und ich wollte das hier erforschen, und zwar den Stopper. Damit können nämlich Ghosts einmal so eine Rakete abfeuern, die dann einen, irgendwas lähmt. Also, ach, Fahrzeuge lähmt, ja. Ja, ein bisschen. Ach, die heißen dann Gras-Junkie. Die richtige Schreibweise, also noch nicht die Clan-Schreibweise mit zweitem S an Gras und Junkie mit J. Also die werden hier noch richtig geschrieben. Ich glaube, wir waren irgendwie der Meinung, dass GY-Clan irgendwie ein bisschen komisch klingt. Deswegen haben wir das umgeschrieben. Übrigens, da Gras-Junkies Clan gibt es quasi wieder. Wird zwar vom Nasentier angeführt, aber... Ich glaube, ich mache mal so einen Punkt hier rum. Wird aktuell vom Nasentier angeführt und ihr könnt die alte Webseite besuchen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ach so, sie hat einfach keine Energie mehr. Oder können die sich selbst nicht heilen? Ich glaube, da war was. Ich glaube, die können sich selbst nicht heilen. Wenn man genau, deswegen nehmen wir mal zwei davon, damit die sich gegenseitig heilen so im Notfall. Also falls einer verletzt wird. Wer sanitiert den Sanitäter? Ich sorge mal dafür, dass die mehr Energie bekommen. Bereit für die Action. Hauptquartier. Empfange Befehle. Beginne. Art des medizinischen Notfalls angehen. So, ich würde gern, dass er hier die Leute einfach begleitet. Am besten geht er einfach hier auf einen der Ghosts, damit die Minen sehen können. Damit die nicht schon wieder krepieren durch Minen. Wir müssen nachhaltig arbeiten. Bam, sind in die Mine getreten. Hier im Dschungel auf eine Mine getreten. So. Robert Kappa-Style. Okay, da waren zwei Panzer. Ich glaube, wir gehen mal außen rum. So, Stopper. Und noch ein Stopper. Ach, die halten gar nicht so lange aus. Okay, kannst den Stopper sparen.
Ah, stimmt, ich habe durch die Waffen-Upgrades wahrscheinlich jetzt schon mehr Schaden, als gedacht ist. Oh, da ist ein. Der Unreine. Das ist der Helden.